Ja. Ja, feini, feini, immer schön in die Geschütztürme rennen. Da ist es schön. Da macht's Laune. Allerdings, ja, die haben jetzt. Ja gut, die sind noch recht voll. Der hier nicht so. Tralalalalala. Aber ich werde jetzt mal ein bisschen schneller das Ganze hier machen. Ich könnte jetzt auch offscreen ein bisschen weitermachen quasi. Aber ja, wer weiß, was für Zwischenfälle hier gleich noch auftauchen. Und auf einmal stehen wir hier und sagen, Käsekuchen, ich muss wieder neu starten. Oder so. Vielleicht verbaue ich mich ja auch. Und die Geschütztürme kommen dann auf einmal nicht mehr daran oder so. Ich weiß es nicht. Ich munkel nur. Ihr könnt übrigens auch so gedrückt halten alles und dann einfach zack, 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 nur nicht zu weit, weil irgendwann reißen wir das hier ab und das wäre nicht so prickelnd. So, jetzt kommen wir hier natürlich wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Geschütztürme hinsetzen, die wir natürlich auch schnellstmöglichst wieder befüllen. Tralalalala. So, dann sind wir. Ich habe auch sogar jetzt Handgranaten. Ja, habe ich. Ha! Ich habe Handgranaten. So, die Fabrik hier, die hat ja normale Munition hergestellt. Lü, die können wir auch noch mit verbraten. Aber ich glaube, wir brauchen hier schon relativ panzerbrechende. Weil, ja, obwohl, gib du mir das mal her, dann habe ich normale. Blähä. Ist ja ein Traum. So, und dann ja, müssen wir hier wieder alles umswitchen quasi. Ist ja nicht so dramatisch. Lalalala. Bumm, weg ist es. 12, ja, 6. 6 sollten eigentlich auch erstmal reichen für die kleinen Wellen. Nur eben die fetten Monster, die sind dann nicht so nett. So, ja. Wir wurden angegriffen. Nein, erzähl was Neues. Ist ein Ding. So, jetzt wollen wir hier den Baum mal wieder weghacken. Mal wenigstens hier so eine Passage beibehalten. Na, an den komme ich jetzt nicht ran. Könnten wir jetzt eigentlich so bauen. Mich hier mal durchlassen. Ein wenig vorsichtig den Baum wegranzen. Weil ich will mal so ein Stückchen vorankommen. Ne? Also das ist natürlich dann so, ja, ne? Doof. Diesem Gebäume. Nee, 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 nee. Geht mich weg, geht mich weg. Ich will euch gar nicht haben. So, dass wir hier die Bäumchen abranzen. Ja, da kommen wir wieder nicht ran. Den können wir weghauen. Dann haben wir hier wieder so ein Ding. So einen kleinen Durchgang. Jetzt könnte es nämlich auch sein, dass ich jetzt auf einmal so hoch, hoppala, die falsche Wand abreiße. Oder so. Oder keine Wand mehr habe. Das ist dann auch toll. Lal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 a. Gut, ich nehme dir mal die Wand weg hier. Machen wir hinten eben Polen offen und dann ist alles schick. So, lalala. Ich brauche das einfach, ne? Also, klar, man muss ja auch bedenken, umso mehr wir in die Breite und alles gehen, umso mehr verbauen wir auch darin, ne? Also, was hier quasi ein Dings ist, oder besser gesagt, umso mehr wir hier in die Tiefe gehen, zur Base hin. Man könnte allerdings auch mal hier so hingehen und ein kleines Geschütz eigentlich einfach mal so machen. Jupp. So, warte mal. Jupp. Und jetzt könnte ich hier ein Geschütz reinpflanzen. Haha. Bumm. So, und dann das mit der Leertaste sollte ich nochmal so überdenken. Okay. Macht das überhaupt Sinn? Ich glaube nein. Aber egal. Es macht Spaß. Wir müssen ja auch ein bisschen Spaß dabei haben hier. Ey, Mensch. So geht's ja nicht. So, und jetzt können wir das nächste Geschütz hier reinpflanzen. So kommen wir auch langsam voran. Ich hole mich weg. So, das Geschütz ist übrigens ein bisschen angeranzt. Das macht aber nichts. So, reparieren wir hier schön alles. Alles wieder schicki. Und du kriegst natürlich wieder deine Munition. Weil ohne die geht nichts. So, jetzt können wir hier das quasi. Oder auch nicht. Tralalalalala. So, und die beiden natürlich da vorne machen jetzt. Den Hauptakt, so ungefähr. Oh, Jemine. Jetzt müssen wir wieder gucken, wo kriegen wir diese blöden Kackdinger her?
Gut, hier hinten haben wir einen Wald und alles, aber ja, naja, das ist ein bisschen, naja. Ich habe einfach zu wenig Mauerstücke. Das ist mir zu wenig dezent. Jo. Juti. Dann müssen wir mal gucken, haben wir Backsteine irgendwas irgendwo? Nö. Aus Stahl können wir auch keine bauen. Also, wir haben wirklich nichts, womit wir das jetzt hier irgendwie weitermachen könnten. Da müssten wir da unten an die Steine ran oder so. Also an die hier unten. Und ich glaube, hier ist ein riesen Wald und alles. Ja, ich will ja sowieso in die Wüste, aber haben wir mal ein Paddelboot oder so? Nicht. Schade. So, was man machen könnte, wäre erstmal an diesen Teilen vorbei. Das ist ja nach vorne hin geschützt, halbwegs. So weit kommen die ja gar nicht. So, aber jetzt bitte schnell da wieder zumachen. Ach, danke. So, das war die Ecke hier abbauen. Also brauchen wir unbedingt noch ein bisschen mehr Steine. Und so weit nachher. Das war auch ein bisschen hier noch weiterkommen. So, jetzt. So. Er steht erstmal nackig da. So. Tral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 a. Weil ich befürchte, dass wir gleich schon wieder so eine Aktion machen müssen. Ja. Da kommen die lecker Viecher. Da kommen die lecker Viecher. Ich mag sie nicht. Ich mag sie nicht. Nee, 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 nee. Jetzt haben wir das hier wieder geschlossen. Ihr seht schon, das ja, ist zwar sehr schön Defense und alles, aber ja. Lalilalalalu. So. Aber wir verbrauchen immer mehr Steine, als wir haben. Das ist nicht so schön. Vielleicht kann ich die hier unten mal abreißen. Moa, die drei machen schon gute Arbeit. Muss ich doch mal so sagen. Da kann man nicht meckern. Vielleicht könnte man jetzt aber hier hinten auch ein bisschen abreißen. Wobei, dann sind die Solarzellen nackig, ne? Also. Wenn ich die Wand hier jetzt quasi gerade durchziehen würde, würde ich die Seitenwände quasi wieder kriegen. Das wäre eine Möglichkeit. Also eigentlich müsste, sofern die vier jetzt keinen Fokus auf mich kriegen, das auch relativ funktionieren. Ja, so hoffe ich das doch, dass ihr schön weiter in die Abwehrgeschütze rennt und nicht zu mir. So, weil ich möchte mich jetzt hier wirklich die Wand mal versuchen hochzuziehen. Lalalala. Das war hier so die Bäumchen wegreißen. Bisschen auf die Wellen natürlich achten. Das ist das nächste Bäumchen, was mich nervt. So, wir haben noch 12 davon. Oh, jetzt sieht man die Zahlen auch irgendwie besser. Weil die sind auch mit hochskaliert quasi. Haha, Upscaling. Wer hätte es gedacht? Nein, das brauchen wir bei dem Spiel hier eigentlich gar nicht. Jojo. Und wir haben die Wand schon dicht gemacht. So, dadurch, wie gesagt, haben wir uns jetzt diese Seitenwände gespart. Wir haben jetzt 24 Stück. Ja, und damit könnten wir jetzt wieder weiter nach vorne uns verbauen. Oh, der hat keine Munition mehr. Das ist so ein bisschen blöd mit der Munition. Das ist nicht so schön. Aber egal, wir kriegen das schon hin. So, jetzt ist die Wand dicht. Du kriegst nochmal 100 Schuss. Wir verrallern hier aber auch eine Menge, ne? Kommt ja auch laufend neues Zeug hier an. Ich spuck mich nicht an oder so an hier. Das mag ich nicht. Nee, das ist nicht nett. So. Ich mache jetzt wirklich Meridian-Taktik oder so. Oder so, ja. Genau. Entweder machen wir es auf Sächsisch, auf Deutsch generell oder wir machen es Englisch, aber nicht Denglisch. Das wäre ein bisschen fail. So, jetzt können wir hier nämlich die ganzen Mauern wieder abreißen. Lalalala. Das hier hinten lasse ich übrigens so, damit die nicht hinten rumkommen irgendwie.
oder sowas auf dumme Ideen kommen, die schönen Viecher. Können sie ja durchaus mal tun. Oha. Und das meinte ich, irgendwann kommen auch wohl wieder stärkere Viecher, die dann doch ein bisschen mehr Wumms dahinter haben. Und länger durchhalten. Vor allem umso näher wir der Base kommen, ich weiß nicht, habe ich so auch das Gefühl und so, dass es doch durchaus sein kann, dass wir jetzt theoretisch, da vorne kommt sie gerade durch, das ist nicht so prickelnd. So, bauen wir es mal so hier die Kante und das war gut. Und sie rannt jetzt voll die Mauer an. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen hier wieder nachschieben. Sollen wir mehr Schusskraft hier hinkriegen. Aber dafür haben wir es ja gebaut. 1, 2, 3. Und dann schnell wieder Munition dabei. Jetzt kann ich die hier nämlich abreißen. Zack, 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 zack. Jetzt haben wir von denen auch die Munition. Die können wir hier wieder einreichen. Und dann sollte es auch für die Viecher reichen. Hoffe ich doch. So. Jetzt will ich gleich mal gucken, wie weit sind wir denn noch weg von dieser Base. Och, es ist noch ein gutes Stück. Es ist noch ein gutes Stück. Aber, ja, ich werde es mich dann auch so versuchen, dass ich mir quasi, ja, so eine Art Geschützwall hinstelle. Und, kannst du noch ein bisschen Munition herstellen? Das wäre toll. Und zwar einmal die Spezialmunition aus Kupfer und Stahl. Und wir sehen schon, Kupfer haben wir wirklich eine Menge schon verbraucht. Und das ist ja letzte Blödsinn. So, weil der macht mich hier auch alle. Allerdings, der könnte gleich eins tiefer stehen, aber ist egal. So, also Strom sollten wir jetzt wirklich genügend haben. Wir versorgen eine Fabrik damit. Das ist ja Wahnsinn. Das ist Hammer. Also jetzt zieht es immer so ein bisschen rüber noch, ne? Und nach links. So. Ich zentriere das halt. So, 149 Kilowatt verbrauchen wir gerade. Okay. Ja, das ist auch so eine schöne Sache, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, dass diese Geschütztürme eigentlich überhaupt keinen Dings verbrauchen. Ah ja, genau. Wir brauchen mehr Munition. Wir brauchen unbedingt mehr Munition. So. Aber das ist ja das, was ich auch... Ja, du? Nee, ja, renn dahin. So, dass eben wir irgendwann out of money sind. Und dann ist richtig Polen offen. Also, dann ist es nicht mehr schick. So, ja gut, den... Ja, aber ich finde es immer noch sehr toll und so, dass diese MG-Geschütze einfach mal vollautomatisch rumrallern, ohne Strom oder irgendwas zu brauchen. Okay, das war jetzt der Autosave. Ich wollte das Teil greifen, danke. Dass wir nicht die Mauer hier wieder ein bisschen schöner kriegen. Ja, 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 ja. Ich hab euch auch lieb. So. Und dann könnten wir das Stück wieder ein Stückchen vorwärts rücken. Aber ich weiß nicht, welche Range die haben, die Teile. Schaden gewirkt 0, Schüsse 0. Ach, Stats. Stats sind das? Stats? Nee. State. Gesundheit, Blarkeks. Gut. Die Dinger machen mir richtig böse Angst. Also, das war irgendwie mit denen nicht so wirklich zu Rande kommen. Aber na gut, dann können wir ja noch safen und alles. Das ist ja nicht so dramatisch. So, Dille, jetzt könnten wir eigentlich hier die Front auch wieder ein bisschen kleiner bauen. Wir haben sowieso zu wenig Teile. So, dass da wieder ein MG-Geschütz reinpasst. Und dann können wir das wiederum befüllen. Nehmen wir von dir mal was. 69 Schuss. Kannst du nämlich auch weg. Du störst mich hier gerade ein bisschen. Egal. Und dann machen wir hier den nächsten Defense. Jawohl. So, Dille. Jetzt haben wir wieder 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Ja, ja.
Langsam ernährt sich das Eichhörnchen, oder wie war das? Oh my goodness. Oder der Snoopy. Ja. Juti. Ist ja auch nicht so schlimm, hoffe ich doch. Also, ihr habt ja auch Zeit, oder? Sonst müsst ihr halt mal vorspulen oder in 3 Folgen weitergucken oder keine Ahnung, wenn es euch wirklich zu lange dauert. Aber ja, warum guckt man sich ein Let's Play eigentlich an? Das ist dann so eine Frage der Fragen. Ne? Also, egal. Tralalalala. Ja, da kommen wir nicht ran. Und ja, doch, es reicht, es reicht. So, Dille, entweder man spielt es eigentlich selbst oder man hat eben mehr Lust zuzuschauen, wie man das Spiel spielt oder sonst was. Ihr könnt ja mal schreiben, warum gucke ich Let's Plays? Wäre doch mal eine interessante Frage, finde ich. Ne? Ich finde es zumindest. Warte mal, übrigens diese Mauer da, die eine, die ist total angeranzt. Ich möchte jetzt mal hier die Mauern aufbauen. Ach Gottchen, das ist ja gar nichts. Das ist ja noch voll grün. Total grün hier. Dö. Oh, und das dauert so ewig lange irgendwie komisch. Ach, guck mal. Ja, und zwar sollten wir uns mal ein Werkzeug wieder herstellen. Irgendwann gehen Werkzeuge auch kaputt. Ja, nicht nur in Minecraft, nein, auch hier. Wer hätte es gedacht. So. Die Abbautools und sonst was. So. 3, 1, 2, 3, so, dann sind wir auch wieder da. Tralala, tralalü. Das ist natürlich so ein bisschen doof mit der Mauer hier, dass da so ein bisschen wenig ist. Aber schön, wie er hier reagiert, aber gar nicht schießt, weil er hat keine Munition. Schade eigentlich, ne? Ja, finde ich auch. So, dann kann ich abbauen. Zack. Und, zick. Und wir gucken mal. Pff, das sind ja noch Ewigkeiten bis dahin. Naja, sonst mache ich es halt offscreen doch. Mache ich zwar nicht gerne, muss ich echt mal sagen. Hatte ich zwar auch am Anfang gesagt, naja, wenn was wirklich extremst lange dauert, bis ich mal irgendwo bin. Oder irgendwie wieder Dings ist, aber.